Schaden zur Seelenkammer bringen? Ja. Kommt ihr aus der Zukunft, nur um mich zu beleidigen? Ich bin keine Söldnerin. Diese Bitte ist unter eurer Würde, Majestät. Aber wir müssen diese Kammer erreichen, um Kronika zu besiegen. Wieso? Weil wir Sindel wiedererwecken müssen. Meine Imperatorin. Ihr habt ihre Wiedergängerin gefangen. Gemeinsam können Fujin und ich sie zum Leben erwecken. Wieso? Um sie zu versklaven, so wie Quan Chi es tat? Damit sie uns gegen Kronika hilft. Aber ich schwöre dir, sie wird bar jeden Einflusses zurückkehren. Soweit ich weiß, bestand ein Blutsband zwischen dir und Sindel. Ich war ihre lebenslange Beschützerin. Ihr Tod muss dich sehr geschmerzt haben. Es war nicht dein Fehler. Du konntest sie nicht retten, damals. Aber jetzt schon. Dann werde ich... Nein, wir müssen darüber mit Kitana Khan sprechen. Bei allem Respekt, Majestät, wenn wir damit zu Kitana gehen... Schlägt sie Sheng Tsungs Kopf ab. Kitana wusste meine Leistungen für das Reich noch nie zu würdigen. Zum Beispiel sie durch einen bösen Klon zu ersetzen? Ja. Zeit ist knapp, Königin Shiva. Wir müssen jetzt handeln und Kitana später um Verzeihung bitten. Nachdem ihre Mutter erweckt wurde, hilfst du uns? Wenn ich Kitana das verheimliche, breche ich ihr gegenüber meinen Eid. Aber mein Leben gehört Sindel. Kitanas imperiale Garde wird dich wiedererkennen. Stimmt. Sie werden nicht erfreut sein. Das wird reichen. Wir sind so weit gekommen. Hinter diesen Türen ist eine Treppe. Und an ihrem Ende? Die Seelenkammer. Ich spüre sie. Da war er also, bis zum Hals in der Scheiße. Und kauerte in der Grube eines Plumpsklos. Er hatte sich ein schlechtes Versteck ausgesucht. Und einen noch schlechteren Ort zum Sterben. Lasst mich reden. Erdneugler Shiva und dein Sarg. Welches Geheimnis willst du hier begraben? Das ist die Sache des Khans, Baraka. Wir sind Partner schon vergessen. Die Angelegenheiten des Khans sind auch die meinen. Du bist kein Schokan. Den Geruch kenne ich. Das riecht wie Sheng Tsung. Das ist ja mal ein seltsames Gespann.
Wie wär's, wenn wir die Höflichkeiten beenden und ihr alle brav mit uns kommt? Wir werden ein freundliches Gespräch mit Kitana Khan führen. Wir haben keine Zeit zum Plaudern. Wir müssen zur Seelenkammer. Sofort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Aber wir nehmen Shang Tsung und diesen Sarg. Ich bitte aufrichtig um Verzeihung. Unser Blut ist geflossen. Dafür bist du, Shiva. Hat man dich nicht gewarnt? Großes Maul, aber keine Ohren zum Zuhören. Fight. Diese Hände. Du sprichst, wenn du besser zuhören solltest. Schlummert in diesem Sarg. Die Imperatorin. Erwecken wir sie in der Seelenkammer wieder zum Leben. Moment mal, Shiva. Du willst Kitanas böse Mama erwecken? Aus welchen Gründen auch immer. Das sieht nicht gut aus für dich. Fight. Pass auf, was du sagst, Außenweltler. Beeilen wir uns. Was in Argus Namen
Dann geht da draußen vor. Shang Tsung, ich wusste, ich habe dich aus dem Kolosseum wegschleichen sehen. Scharfsichtig, wie immer. Wir haben nicht vor zu kämpfen, Jade. Das ist Sindels Wiedergängerin. Wir können sie wiederbeleben, um im Kampf gegen Kronika zu helfen. Bitte, Jade, wir müssen hinein. Ihr müsst mich erst überzeugen. Und selbst wenn, die Seelenkammer ist besetzt. Kotel heilt darin seine gebrochene Wirbelsäule. Stören wir ihn, bleiben seine Verletzungen für immer. Wir stören ihn nicht, versprochen. Das sind leere Versprechungen, Zauberer. Wir werden Kotel nicht schaden. Als meine Verbündete solltest du mir trauen. So viel zu edinianischer Treue. Fight! Du wirst dich erholen. Jetzt müssen wir... An die Gefangenschaft in deinen Fleischgruben erinnere ich mich nur zu gut. Deine Heilung braucht mehr Zeit. Ich bin stark genug, um ihn zu töten. Jetzt ist er unser Verbündeter. Seine Zauberei kann Sindel erwecken. Nekromantie ist verboten. Ihr seid ja völlig von Sinnen. Hebe deinen Zauber über sie auf, Zauberer. Mach deine Arbeit. Ich halte Kotel auf. Thank you.
wagst es, mein Recht zu behindern? Wenn du deine vier Arme behalten willst, geh beiseite. Fight. Unterwerfe mich Kitana Khans Recht, nicht deinem. Königin Shiva! Kitana Khan, ich... Halt den Mund! Jade hat mir alles erzählt. Aus den Händen dieses Zauberers kommt nichts Gutes. Er wird deine Mutter erwecken, Kitana Khan. Seit 1000 Jahren träume ich davon, sie wiederzusehen. Aber ihre Seele soll nicht von Shang Tsung verdorben werden. Diese Perversion endet jetzt. Schnell du deinen Eid gebrochen hast, Shiva. Ich bin auf ewig deiner Mutter verpflichtet. Ich muss sie ehren. Fight. Das war nur zum Aufwärmen. Vergib mir, Kitana Khan.
habt ihr getan? Willkommen zurück, Majestät. Freut mich ebenfalls, euch zu sehen. Bin ich am Leben? Ist das real? Das ist es, Lady Sindel. Ein Wunder, das nicht möglich gewesen wäre, ohne die loyalste deiner Dienerinnen. Shiva? Imperatorin, auch wenn ich dir heute geholfen habe, so habe ich doch viel zu oft versagt. Ich bin unwürdig. Oh, Unsinn. Heute machst du mir das größte Geschenk. Eine zweite Chance. Deine Pflicht ist getan. Ich stehe nun in deiner Schuld. Danke, Imperatorin. Wo ist meine Tochter? Oh, Kitana. Ich bin es, Kitana. Deine Mutter. Ich will mich freuen, aber ich fühle nur... Ich war noch ein Kind, als du... Wie konntest du dich umbringen? Warum hast du mich verlassen? Ich tat nichts davon, Kitana. Als ich Shao Kahn heiraten musste, geriet ich mit Quan Chi in Konflikt. Er warf mir vor, Shao Kahn abzulenken. Dann tötete mich diese Missgeburt und gab es als Selbstmord aus. Wie ich immer vermutet hatte. Aber all die Zeit war alles, was man über dich sagte, gelogen? Was soll ich glauben? Glaube, dass ich deinen Vater Jared geliebt habe. Und auch dich liebe. Oh, Mutter. Dieses Wiedersehen ist ein Segen. Aber uns bleibt keine Zeit zum Feiern. Wir müssen sofort auf Sheng Tsungs Insel und unsere Mission beenden. Ich würde mit euch kommen und mit euch kämpfen, aber... Die Außenwelt braucht ihren Khan. Ich weiß. Verlass dich darauf, Kitana. Ich komme wieder. Sindel wurde wiederbelebt. Sheng Tsung würde so eine enorme Anstrengung nur unternehmen, wenn ihre Hilfe einen großen Vorteil verspricht. Sie ist nur eine Sterbliche. Und einer der wenigen, die dich verletzen können. Ich fürchte keinen Schmerz. Sie sind auf Sheng Tsungs Insel. Deine Krone. Sheng Tsung weiß es. Dann genug der Vorbereitungen. Begib dich jetzt zur Insel. Wir können ihre Herzen nicht gewinnen, versuche es nicht. Lass deine Gutmütigkeit nicht die Oberhand gewinnen. Ich verstehe, Mutter. Sie konnten nicht weiter. Ihre Hingabe rührt mich sehr. Ich zweifle an Ihrem Verstand. Hat denn keiner von euch Mitgefühl? Nicht für Narren, die dir folgen. Folgen wir ihm nicht auch gerade? Zumindest folgen wir nicht diesem Narren Raiden. Dann wären wir längst tot. Du magst rennen wie der Wind, Kabal, aber ich beherrsche ihn. Ein besserer Plan hätte nicht geschadet. Es geht noch weiter.
Ihr kehrt in die Leere zurück. Nicht einmal sie kann euch helfen. Zu langsam. Ich habe mehr erwartet, Fujin. Fight. Ich werde nicht scheitern. Und erfülle ich jetzt deine Erwartungen? Cetrion muss auf dem Weg sein. Sindel und ich beschäftigen sie. Ihr beiden holt die Krone. Sag mir, Zauberer, wann wirst du uns betrügen? Dein Misstrauen amüsiert mich. Wenn es geschieht, sind wir bereit. Tu mir einen Gefallen, Fujin, und halte dich da ernsthaft zurück. Du auch, Zauberer. Passend, dass wir uns hier wiedersehen. Wo du mich eingesperrt hast, mich fast totgeschlagen hast. Verdammt, dafür werde ich mich revanchieren. Du bist so gütig. No!
Bihan? Sehr nett, aber unzureichend. Im Tempel habe ich dich besiegt, Fujin. Dank Kronika bin ich jetzt noch stärker. Du hast den Kampf nicht gewonnen. Du bist weggelaufen. Fight! Dieses Mal hättest du auch flüchten sollen. Das Versprechen darf man nicht trauen, Jackson. Bihan, Kano, Shao Kahn, sieh dir ihre Schurkentruppe doch mal an. Das steht dir nicht zu, Fujin. Nicht, wenn du dich mit Cheng Sung einlässt. Fight! Ich werde nicht scheitern. Kronika wird deine Wunden nicht heilen, Jackson. Verflucht, Fujin. Du kennst mein Leid. Kronika kann das alles vielleicht verändern. Nicht nur für mich. Auch für Jackie. Und Vera. Scheiße. Du bist ein Gott. Du kannst nicht verstehen, wie sich das anfühlt. Weißt du, ich hatte nur einmal Streit mit Raiden, als ich den Himmelstempel verließ, um bei den Menschen zu leben. Gewöhne dich nicht an sie, Fujin. Gefühle werden dich nur an der Ausübung deiner Pflicht hindern. Aber Krieger wie du und ich werden durch Gefühle stärker. Wir kämpfen nicht, um Feinde zu töten. Wir kämpfen, um unsere Lieben zu schützen. Deshalb schmerzt es so sehr, wenn wir scheitern. Tja, unglaublich. Vielleicht verstehst du es doch.
Kronika kennt deinen Schmerz. Sie manipuliert dich damit. Jacqueline ist auf dem Weg hierher. Kronika will, dass du mit ihr kämpfst. Schlimmer. Ihr Herz bricht. Verhält sich so jemand, dem du oder deine Familie irgendetwas bedeuten? Nicht fertig. Beuge dich Kronikas Willen. Zum Gazilla. Ossisiano! Oma Kea Yo! Kannst du kämpfen? Ich tue, was ich kann. Kronika versprach die Zukunft. Aber ihr werdet keine haben. Ihr seid selbst an diesem Schicksal schuld. Fight! Du solltest dich besser um dein Schicksal sorgen, Cetrion.